Ein Sachschaden von ca. 500.000 Euro ist bei einem Brand eines Einfamilienhauses am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr im Neugärtenring entstanden. Nach bisherigen Ermittlungen hatte die 57-jährige Besitzerin Brandgeruch im ersten Obergeschoss wahrgenommen. Als sie in einem Kinderzimmer nachsehen wollte, stand ein Sessel bereits in Flammen. Das Feuer griff in der Folge auf das gesamte Zimmer über und erfasste den Dachstuhl, der völlig niederbrannte. Beim Eintreffen stand bereits eine Etage im Vollbrand. Die Feuerwehr Hockenheim ist zurzeit mit 3 Löschfahrzeugen, einer Drehleiter und diversen Einsatzfahrzeugen hier vor Ort. Circa 40 Mann sind zurzeit im Einsatz. Das Löschwasser ist Gott sei Dank nicht gefroren, aber die Bodenverhältnisse sind natürlich gefroren. Es ist bei der Anfahrt schwierig gewesen, hier die Einsatzstelle unbeschadet zu erreichen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich noch die 15-jährige Tochter im Haus. Beide Personen konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Die Feuerwehr ist im Moment dabei, Nachlöscharbeiten durchzuführen. Das Feuer ist gelöscht. Wir müssen jetzt noch nach Glutnester suchen, das Dach noch öffnen und dort eventuell noch Sicherungsmaßnahmen durchführen. Durch Brandzehrung und massiven Wasserschaden ist das Haus unbewohnbar geworden. Die beiden Bewohner kamen bei Verwandten unter. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist derzeit noch völlig unklar.